Als ob. Warte mal. Fuck, von wo bin ich jetzt reingekommen? Das war ja gleich um die Ecke gewesen. Ich meine, war das Haruka? Hieß die Haruka? Ich und Namen. War sie das? Okay, nasse Notiz. Sobald die Sonne hier untergeht, lässt das Ende auch nicht lange auf sich warten. Danach wird der Berg einen gewaltigen Schrei ausstoßen und alles wird überflutet. Mit der Flut kommt das Ende für alle. Es wird gut sein. Es wird vorbei sein. Da das Ende nahe ist, bin ich gekommen, um alle zu sehen. Sie können... Was? So können wir, noch bevor das Ende kommt, gemeinsam sterben. Das ist sehr... ja. Sehr lebensbejahend, wie man hört. Da kriegt man ja richtig Bock drauf. Ich gehe nochmal. Ich gehe nochmal Kamera gucken. Weil ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass bei Mio was passiert. Viel Zeit schade, dass man nicht schneller durch die Kamera skippen kann, ne? Okay, Yuri schläft. Ist ja schon wieder Dings. Okay. Da gehen wir gleich nochmal hin. Obwohl, wenn... Ich nenne sie jetzt einfach Haruka. Oh. Ich hoffe, ich bin ja richtig. War nicht schnell genug, ne? Scheiße. Haruka wird uns dann was Böses, glaube ich, wollen. Also es hat sich wirklich angehört, als ob sie sich nur verabschieden möchte. Hä? Alles ist in Besserung. Vielleicht war es nur eine technische Störung. War es nicht, da war ein Grabbelhändchen hinter Mann. Da hinten. Ging das schon, warte mal. Ging das schon immer? Okay, ist bloß Porträt. War gerade ein bisschen verwirrt. Hätte ja sein können, dass ich den Geist unter dem Bett treffe. Geschichten der Dämmerung. Die Dämmerung des Hikami-Bergs, das Beben. Vielleicht kann ich hier einen Hinweis finden. Der Name des Hikami-Bergs soll Berg, der höher als die Sonne steigt, bedeuten. Manche behaupten, dass die früheren Schreibweisen eine andere Konnotation hatte, nämlich Berg der Sonnengötter. Ich kann mir dessen jedoch nicht sicher sein. Was aber feststeht, ist die Existenz unzähliger Geschichten über die Dämmerung. Menschen können den Berg nur erklimmen, wenn die Sonne untergeht. Dies stammt wahrscheinlich von einer örtlichen Zeremonie, bei der die Pilger eine Reise in den Tod während des Sonnenuntergangs antraten. Man glaubt nämlich, dass zu diesem Zeitpunkt das Jenseits seine Tore öffnen würde. Während des Sonnenuntergangs solltest du nicht den Berg blicken. Erklingt der Schrei des Berges, so verlasse dein Zuhause nicht. Die dunkle Sonne wurde als Gott des Unheils gefürchtet. Die untergehende Sonne wurde als Omen dieser dunklen Sonne vielen zum Verhängnis. Erschütterungen wurden im Zusammenhang mit dem Schrein ebenfalls oft als Vorzeichen des Unheils angesehen. Auf dem Hikami-Berg glaubte man, dass das Wasser dieses Beben auslöst und dass man eine Priesterin werden könnte, wenn man es hört. Warte kurz. Anderen sagen zufolge wuschen sich Einwohner während dieser Ereignisse in speziellen Wasser. Das haben wir auch schon mitgekriegt, aber gut, ich krabbel mal kurz. Oder auch nicht. Sie erscheint ein Albtraum zu haben, sonst scheint es dir gut zu gehen. Ja. Ich hätte aber trotzdem gerne den Geist mitgenommen, der hier noch war, ne? Obwohl das, glaube ich, mit am schwersten sein wird. Oder am... Vielleicht nicht am schwersten, aber vielleicht am... Warte mal, wir haben doch Dings hier auch noch gesehen. Am frustrierendsten. Weil... Ich glaube, wirklich viel falsch machen kann man nicht. Ging's hier nicht auch rein zu ihm im Zimmer? Halt, wenn man irgendeinen Geist nicht erwischt, dass man einfach bloß zurückgehen kann und... Dann ist gut.
Oder dann einfach nochmal neu laden und dann weiß der, wann der kommt. Also ist das nicht so dramatisch. Aber es könnte halt langwierig werden. So, aus weiblicher Sicht. Vielleicht enthält es Informationen. Ja. Die Priesterin des Sikami-Bergs hatte die Aufgabe, Pilger zu ihrem Tod zu begleiten. Viele hatten Angst vor ihnen und man glaubte, dass der Blick einer solchen Priesterin die Seele entblößen würde. Geschichten von Geisterpriesterinnen sind sehr geläufig auf dem Sikami-Berg. Durch meine Nachforschungen zur Volkskunde Japans bin ich zur Annahme gekommen, dass sich eine grundlegende Angst vor Frauen durch diese Kultur zieht. Aber wer war diese Priesterin? Ich kann mir das sogar super vorstellen, weil, wenn ich jetzt mal von einem asiatischen Horrorfilm zum Beispiel ausgehe, zumindest das, was ich kenne, sind die meisten bösen Geister, Dämonen oder was auch immer, eigentlich immer weiblich. Sehen halt auch meistens relativ gleich aus, mit schwarz langen Haare, die im Gesicht hängen oder so, ne? Aber dass das halt doch der Tenor eher auf die, also das Ding, was halt hier auch ist, ne? Eher auf den Frauen liegt, von wegen das Böse. Weiß nicht, ob das damit zusammenhängt oder so, oder ob einfach bloß der Effekt dann am coolsten ist eigentlich. Also für mich wirkt das besser als wie jetzt ein japanischer Geistmann oder so, ne? Aber als Frauen, die ins Wasser eintauchen und Leute zu ihrem Tod führen, erinnern die Priesterin des Sikami-Bergs an Geschichten verzauberter Sirenen. Die Tradition des Sikami-Bergs kamen zu einem abrupten Ende, nachdem eines Tages alle Priesterinnen umgebracht wurden. Dieser Zwischenfall war motiviert von der Angst, die die Bewohner vor ihnen hatten. Es war aber doch nur einer und nicht die ganzen Bewohner. Mag sein, dass vielleicht viele oder alle Angst hatten, aber einer, soweit ich jetzt das verstanden habe, gab es bloß einen. Geisterhochzeit. Den Brauch, sich mit Toten zu vermählen, gab es auch in anderen Orten, jedoch war die Geisterhochzeit auf dem Sikami-Berg einzigartig. Statt einer Trauerzeremonie für verstorbene Familienmitglieder zu sein, wurden während dieses Rituals Priesterinnen geopfert. Ähnliche Traditionen verheirateten die Toten mit einem erdachten Partner, der auf geweihte Bildnisse abgebildet ist. Auf dem Sikami-Berg gingen jedoch lebendige Männer den Bund der Ehe mit den Priesterinnen ein. Die Bräutigame durften den Berg dann nicht mehr verlassen. Für Geisterhochzeiten nutzte man Fremde, um die Seele der Priesterin zu besänftigen und sie als Stütze zu stärken. Unser lieber Ren hier hatte doch immer irgendwie einen Albtraum oder so. Kann das manchmal sein, dass der schon in sehr, sehr jungen Jahren zu so einer Geisterhochzeit gezwungen wurde, mehr oder weniger? Und dass seine Partnerin, die wir ja an sich schon gesehen hatten, also das kleine Mädel da, so auf dem Weg zur Priesterin irgendwie war? Oder eine Priesterin war auch in jungen Jahren so, dass das so in die Richtung geht? Da sie den Berg nicht mehr verlassen konnten, warteten die Priesterin auf einen Mann, der mit ihnen gemeinsam sterben würde. Ich meine, damals konnte er sich das ja nicht wirklich aussuchen und ist dann weg und ist dann nie wieder hin oder so, ne? Das würde auch erklären, warum sie gesagt hat, also du hast mein Relikt nicht dabei. Bette wurde von hinten im Tisch verstaut, okay. Aber gut, dass wir hier nochmal reingelatscht sind. Dass das halt so eine erste Kinderhochzeit war und er kann sich halt nur bruchstückhaft dran erinnern. Also nicht wirklich. So, warte mal. Überwachungskameras. Wie bin ich jetzt am blödsten nochmal? Ich finde das Haus halt unglaublich irritierend. Aber gut, hier ging es schon raus. Wieso ist der Fernseher an? Wieso war der so los? Vielleicht wollte Ui ein bisschen was gucken. Auf dem Bildschirm ist eine Störung zu erkennen. Ich schalte ihn besser. Lade, 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 du kommst schon. Oh, toll. Ich wundere, warum ich das immer bloß noch im 7er Film mache. Es lädt halt wesentlich schneller auf. Ich bild mir ein, das bringt dann mehr. Okay, Porträt kann ich eh nicht machen. Doch, könnte ich jetzt machen. Nack! Ich würde sagen, du siehst doch mal richtig an. Na was denn?
shit. Aber trotzdem fies, dass die uns in unserem eigenen Haus uns angreifen. So, who are you? Who the fuck bist du, Mann? Was willst du? Ah! Sagen, dass wir keine Kräutermedizin haben. Ach, ich bin ja auch doof. Wisst ihr, was ich hätte machen können? Ich treffe ich sie einfach nicht. Ist das vielleicht mal ein Verflossener oder so von uns? Yoshi, wo bist du denn? Na toll, jetzt wo ich auflade. Okay. Okay. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das haben sie vielleicht aus dem dritten Teil übernommen, weil das der erste Teil war, wo man auch, naja, man hatte so eine Kluft zwischen der Geisterwelt, wo man rumwandert, und seinem eigentlichen Zuhause, und das ist dann irgendwann so ein bisschen übergeschwappt, aber da hast du halt bloß manchmal, was ich halt viel nicer fand, ne? Weiß ich, wenn du hier reinkommst halt, dass du bloß so aus dem Augenwinkel siehst, wie da halt ein Geist von einem kleinen Kind oder sowas unter dem Dings hockt, ne? Aber auch bloß so ein bisschen aus dem Augenwinkel. Oder wenn man sich hinlegt zum Schlafen, dass dann das Grabbelhändchen kommt. Das kommt halt hier öfters vor, deswegen wirkt das nicht so dolle. Und der Angriff hier zu Hause schon gar nicht. Aber das fand ich halt beim dritten so nice, wo das nochmal ein bisschen mehr Spannung reingebracht hat. Kann man das so sagen? Okay. Mit Sicherheit wird bei uns jetzt jemand im Raum stehen. Muss ja gucken, erstmal vorrangig, dass es den Mädels gut geht, ne? Okay, die gucken. Ich muss runter. Also ich weiß nicht, ob es das drin war. Normalerweise hat es jetzt immer gespeichert. Wenn irgendwas Wichtiges war, kann auch sein, dass ich hätte nochmal durchlaufen lassen müssen. Da die aber sich da unten beschäftigt haben, hoffe ich, oder hier drüben beschäftigt haben, hoffe ich einfach mal, dass die vielleicht auch was hinterlassen haben. Warte mal. Alter, war das... Okay, hat mir jetzt noch nicht so viel gebracht. What the fuck? Warte. LOL, das bringt ja so gut wie gar nichts. Da bringt ja das mehr. Ich komme aber die scheiß Stufe nicht mehr hoch. Ja, ich wollte ausweichen. Warum krieg... Ja, super. Hä? Du kannst halt mich tot? Alter. Ey, ich hab auf Ausweichen gedrückt, du Arschloch. Okay, Glück gehabt. Kamera weg. Weil ich dachte erst, das wäre Dings gewesen hier. Ich will sie mal Haruka nennen. Ich glaube, der Name ist auch falsch. Ich weiß nicht, hat er sich jetzt verpieselt? Guck mich nicht so an. Ja, okay, gut, er hat sich nicht beruhigt. Okay, ich wollte gerade sagen, wozu drücke ich überhaupt ausweichen? Warte. Nicht gedacht, dass ich bei mir zu Hause so viel Kräuter mir reinschütten müsste. Warte. Kannst du mal die Kamera wieder rausholen?
nicht so komisch laufen. Okay, hat das gelangt? Es hat gelangt. Ja, jetzt brauchst du dich auch nicht zu entschuldigen. Was ist denn hier los? Da auf dem Tresen steht ein großes Radio. Das sieht recht alt und aus Rausch. Ja, okay, dann war die beim Radio gewesen. Ich habe gedacht, die hinterlassen uns aber wenigstens ein Dokument oder sowas. Aber das wird es wohl nicht gewesen sein. Schade. Dass der aber auch nicht rückwärts die Türe hochgehen kann. Ja, die waren dann wahrscheinlich verschlossen. Das ist dann seine Ausrede, aber trotzdem, ne? Gut. War das jetzt der richtige Raum? Ja. Dann lassen wir nochmal eben eine Runde durchlaufen. Ich schätze mal, am Ende wird halt einfach jemand hinter uns sein und dann Cutscene. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Okay, wo war jetzt die Priesterin? Okay. Ja. Mist. Ja. Warte, wo zum... Lol, habe ich gar nicht mitgekriegt. War das oben gewesen oder war Mios oben? Die waren beide oben gewesen, oder? Warte mal, allerdings bin ich aber... Wie gesagt, das Haus, ich habe hier null Orientierung. Das war auch mehr oder weniger Glück, dass ich das gleich gefunden habe. Ja, war das aber das Zimmer überhaupt? Ich sollte eigentlich bei den Mädels gucken, ne? Das könnte doch eine Ablenkung mal wieder sein. Warum bin ich jetzt auf einmal wieder in diesem Haus? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder irgendwas aus Versehen übersprungen, weil normalerweise müssten wir ja bei Dings mal überprüfen, ob es dir gut geht. Ich kann durch das Loch im Boden des Flurs Wasser erkennen. Das Wasser ist schwarz und trüb und es ist schwer unter die Oberfläche zu sehen. Spuren führen aus dem Wasser, als ob etwas herausgezogen wurde. Ich wollte gerade sagen, da wir ja die Kraft nicht so wirklich nutzen können von den anderen beiden, wo wir halt Schatten sehen, müssen wir halt ein bisschen auf unser Näschen vertrauen. Okay, Ruis Tagebuch 4. Ich kann mich ehrlich gesagt an die anderen gar nicht erinnern, aber okay. Herr Höjo ist von der Frau im Foto fasziniert. Er konnte noch nie gut mit Frauen umgehen. Jetzt scheint er sich jedoch zu verändern und ich kann nichts dagegen unternehmen. Ich möchte, dass sich zwischen uns nichts verändert. Die Beziehung, die wir jetzt haben. Ich mag die Doppeldeutigkeiten. Er muss sich bald entscheiden. Ich frage mich, wie. Okay, da sind halt ein bisschen mehr Gefühle im Spiel, was okay ist. Den kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Wenn es dann halt nicht geteilt wird, ist das halt immer scheiße, ne? Aber so ein bisschen hoffen kann ja da sein. Aber war das hier nicht, wo die Treppe hochging? Es wird aber irgendeine Falle vom Berg sein. Mit Sicherheit. Okay, Porträt toll. Huh?
You all right? I need to go back to Mount Akami. Can you take me there? What? No way. It's too dangerous. Well, if that's your answer, thanks for everything. You don't mind if I borrow this, do you? Maybe I'll be able to find Yuri as well. Hold on, wait. Did he kill her? I'm going. Goodbye. Ren fällt in einen Tiefschlaf, nachdem er die schlafende Yuri und Mio über seine Überwachungskameras im Auge behalten hat. In seinem Traum läuft er Rui hinterher. Als er wieder erwachte, stellt er fest, dass sowohl Yuri als auch Rui verschwunden sind. Er bemerkt, dass Mio sich gerade fertig macht, um bald mit Yuris Kamera Obscura auf dem Hikami-Berg aufzubrechen. Als die Tür hinter ihr ins Schloss fällt, ist Ren sicherlich sichtlich verwirrt.